Und jetzt Tempo, Tempo. Und quer spielen. Felix abspielen. Und nach vorne eben. Jawohl, jetzt Julia, komm Tempo. Komm Julia. Komm Julia, weiter. Der Stand der F-Jugend ist so, dass eine sehr agile Gruppe ist, sehr, sehr spielstark für ihre Altersklasse. Alles das tun. Also ich bin selber Vater, ich bin vor 7 Wochen Opa geworden, bin stolz wie Harry und ich glaube, das Wichtigste ist einfach die Zukunft unserer Kinder. Ich glaube, am Ende sollte nachher jeder hier nachher weggehen und sollte einfach glücklich sein. Darum geht es ja auch vor allem bei Kindern, dass man Werte vermittelt, dass die Kinder letztendlich, sagen wir mal, sich wohlfühlen. Was seid ihr? Also ich habe hier beim TV Heiner mit der Bambini Mannschaft angefangen, habe diese jetzt 2 Jahre trainiert, waren insgesamt 31 Kinder. Jetzt bin ich mit dem älteren Jahrgang hochgegangen in die F-Jugend, sind jetzt im ersten Jahr und bereite uns jetzt auf die Saison in der F-Jugend vor. Wir befinden uns im Jahre 50 vor Christus. Ganz Gallien ist von den Römern besetzt. Ganz Gallien? Nein, ein von unbeugsamen Galliern bevölkertes Dorf hört nicht auf, dem Eindringling Widerstand zu leisten. Und das Leben ist nicht leicht für die römischen Legionäre, die als Besatzung in den befestigten Lagern Barbarorum, Aquarium, Laudanum und Kleinbonum liegen. Wir kennen sie wohl alle, die heiteren Geschichten um die Helden aus den französischen Comics. Wir lieben es, wenn die Dorfbewohner ihre deutlich stärkeren Kontrahenten in die Schranken weisen. Ihr Druide braut den gallischen Helden um Asterix herum einen Trank, der unbesiegbar macht. Doch die fußballbegeisterten Kids auf den Straßen oder Sportplätzen müssen ganz ohne solch ein Elixier auskommen. Sie brauchen neben ihrer Spielfreude schlichtweg pfiffige Trainer. Und da kommt das Ehrenamt ins Spiel. Deutschlandweit engagieren sich viele Ehrenamtliche in allen Bereichen, um zu helfen. So auch in der Fußballjugend. Meist hat jedes noch so kleine Dorf sehr engagierte Menschen, die bei Wind und Wetter bereitstehen, den Kids das Fußballspielen zu ermöglichen. Natürlich hat Fußball nicht nur freundliche Gesichter. Insbesondere utopische Spielergehälter oder irrwitzige Umsätze der großen Vereine und Verbände lassen den Normalsterblichen immer wieder staunen. Doch das soll in diesem Beitrag keine Rolle spielen. Mich begeistern die Fußballkinder auf beiden Seiten des Spielfeldes, wenn ich meinen Enkel zu einem Spiel begleite. In diesem Alter scheint die noch unverdorbene Freude am Fußball der Antrieb zu sein. Thank you.
Doch wie alles im Leben, so auch hier. Übung macht den Meister. Also trifft man sich zweimal in der Woche auf dem Vereinsgelände. Hier kommt neben dem Trainer eine sehr wesentliche Kraft mit ins Spiel, die Eltern. Für die ist es nicht immer leicht, neben den Alltagsverpflichtungen wie Berufsleben und Schule auch die regelmäßige Teilnahme am Fußballtraining zu gewährleisten. Aber das wird nicht zuletzt durch Unterstützung der sozialen Medien perfekt gestemmt. Und so schreitet die Saison der F-Jugend Woche für Woche voran, bis diese Routine von einem Besuch der Horst-Eckel-Stiftung unterbrochen wird. Irgendwas für die Kinder machen können in Form von Trikots oder Bällen oder so. Ne? Die Aufgabe der Horst-Eckel-Stiftung ist ja natürlich, gerade so Jugendliche zu unterstützen. Wir haben dann dementsprechende Trikots organisiert und haben auch Bälle organisiert. Zwei ehemalige Bundesligaspieler sind mit dabei und überraschen die Kids mit einer kurzen Trainingseinheit. Ich bin dabei hier mit auf dem Platz und wenn mir irgendwas auffällt, genauso wie der Martin das macht, dann werden wir unseren Senf dazugeben. Habe das einzige Tor geschossen in dem Spiel. Nimm mich an. Jawohl. Und jetzt. Jawohl. Jawohl. Doch Training und Rundenspiele gehen weiter. Und so neigt sich das Fußballjahr ganz allmählich seinem Ende zu. Die Tage werden kürzer, man muss mit Flutlicht trainieren. Jawohl, gut. Gut so. In großen Schritten geht es aufs Jahresende zu. Das Wetter wird schlechter. Wie gut, dass eine kleine Spendenkasse die Hallenmiete ermöglicht. Die Energie der Kinder ist ungebrochen, das Spiel in der Halle ist aber eine gänzlich neue Erfahrung. Doch schnell haben sie sich darauf eingestellt. Mehr noch, den zusätzlichen Mitspieler, die Bande, haben sie sehr schnell in ihre Spieltaktik mit einbezogen. Wie auch immer, das letzte Heimrundenspiel für das Jahr 2022 gegen Minfeld steht an. Ich darf mit der Kamera dabei sein, dafür auch an die Verantwortlichen von Minfeld recht herzlichen Dank. Für mich ist das Ergebnis Nebensache. Die fast feierliche Routine vor und nach dem Spiel beeindruckt mich. Und auch die Fairness, wie die Kids, aber auch alle Verantwortlichen diesen Wettkampf handhaben. Natürlich freuen sich die Kinder über jedes Tor. Aber letztlich ist es das friedliche Miteinander unter Konkurrenten, das mich tief beeindruckt. Deshalb halte ich an dieser Stelle einfach mal die Klappe. Durch.
Elias, komm raus. Jonas, geh rein. Egal wie groß die Freude der Fußballspieler ist, letztlich ist dies nach einem letzten Auswärtsspiel der Abschluss vor der Winterpause. Das ist dann auch der Zeitpunkt, an dem die Dreharbeiten für mich abgeschlossen sind und ich mich am Schnitt-PC um die Verarbeitung von vielen Stunden Rohmaterial kümmern muss. Die Dreharbeiten sind eine spannende Erfahrung und mit Respekt verneige ich mich vor diesem bestens funktionierenden Geflecht aus Eltern, Trainern und anderen Funktionären, das die Kids landesweit zum Sport bringt. Ganz besonders möchte ich mich bei den Verantwortlichen vom TV Haina und dem SV Mienfeld hier in den blauen Trikots für die Zustimmung zu den Dreharbeiten bedanken. Aber auch allen Eltern danke ich für ihr Vertrauen und die Erlaubnis, diesen kleinen Beitrag mit und über die Kids machen zu dürfen. Und immer wieder erwische ich mich, jetzt doch eine Dekade in die Zukunft der kleinen Helden schauen zu wollen. Wie auch immer, ich hoffe, dass Ihnen die Spielfreude ohne Druck von außen bleibt, egal wohin die sportliche Reise geht. Mein größter Dank geht deshalb ausdrücklich an die Protagonisten, unsere Fußballkinder. Sie haben mich immer mit Freude und Eifer unterstützt. Zum Ausklang noch einige Szenen vom ersten Drehtag im August, an dem es wirklich heiß war. Was seid ihr? Also unsere Eltern, wo dabei sind, die sind eigentlich immer sehr entspannt. Natürlich will jedes Elternteil für ihr Kind das Beste. Sie motivieren die Jungs super. Sie halten sich aus dem ganzen Spielgeschehen eigentlich raus. Ich bin der Trainer, ich mach die ganze Ansage, ich mache die Auswechslungen. Und die Eltern, so wie sie es jetzt die ganze Zeit gemacht haben, ist eigentlich wirklich super. Sie unterstützen ihre Kinder mit der Motivation, mit der Begeisterung eigentlich für den Fußball. Und das ist eigentlich das, was richtig Spaß macht.